Moin, 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 meine lieben Leute. Euer Xemnas begrüßt euch mal wieder zu einem neuen Thema-Video. Das Thema dieses Mal ist, als Son Goku auf Namek nicht zum Super Saiyajin wurde. Auf dieses Video habe ich mich wirklich schon sehr gefreut. Ihr wisst ja, ich liebe die Namek-Saga. Besser gesagt, ich vergöttere die einfach. Die Meinungen der Namek-Saga sind ja auch sehr zwiegespalten, weil viele stört auch der enorme Kraftanstieg zum Ende hin. Auch wenn ich die Namek-Saga wirklich über alles liebe, muss ich da halt einfach wirklich auch recht geben. Die unlogischste Kraftsteigerung war ja immer noch von Vegeta, vielleicht sehen das auch andere so nach dem Kampf gegen Ginyu. Ginyu hatte sich selbst im Kampf gegen Son Goku ja eine sehr schwere Verletzung zugefügt und selbst Vegeta kam gegen diesen schweren verletzten Ginyu nicht so wirklich an. Besser gesagt, er konnte ihn halt nicht so wirklich verletzen. Und danach hat Vegeta wirklich nur ein kleines Nickerchen gehalten und war von unter Ginyus Level auf Freezers erste Formlevel grob. Oder auch Son Goku nach dem Kampf gegen Ginyu, dass er sich von seiner Kampfkraft von 90.000 auf Freezers vierte Formlevel gesteigert hat nach der Heilung. Weil mit dieser wurde er ja wirklich über 30 Mal so stark, bis ungefähr 40 Mal. Daher kann ich auch wirklich die Meinungen der Leute verstehen, wenn sie die Namek-Saga nicht so sehr mochten. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, will ich noch zu einer anderen Szene kommen, da wir ja sowieso gerade bei der Namek-Saga sind. Und zwar als Son Goku gegen Ginyu gekämpft hat und seine Kaioken eingesetzt hat, wo er wirklich seine Kampfkraft immer und immer weiter gesteigert hat. Einfach so eine geniale Szene. Bis hin zu einer Kampfkraft von 180.000 hat er sie gesteigert gehabt und ich weiß noch damals, ich glaube ich war da in der 5. Klasse, wir haben gleich den nächsten Tag darüber geredet in der Schule. Oh, das war so nice damals. In guten alten Zeiten, ich werde langsam alt. Und später wurde ja auch Freezer seine Kampfkraft enthüllt und die war 530.000 und das war halt glaube ich der erste Moment, wo ich Kampfkräfte richtig zu lieben gelernt habe. Ja, ich weiß, viele mögen Kampfkräfte nicht, aber wie immer, ich kann es nur immer wiederholen, jedem seins. So, dann kommen wir aber auch mal wirklich zum eigentlichen Thema und zwar, wie wäre Son Goku nicht zum Super Saiyajin geworden? Die einfachste Antwort ist eigentlich relativ klar, dass Son Goku als erstes von Freezer getötet wurde und natürlich auch, dass Piccolo ihn nicht gerettet hat. Doch da gibt es einen ganz kleinen Haken, würde Son Goku durch ein Loch im Körper wirklich aufgehalten werden? Ehrlich gesagt, nein. Denkt an Dragon Ball Classic, da hat er mit einem Loch in der Schulter auch noch weiter gekämpft. Darum müsste man davon ausgehen, dass Freezer mit seinem Fingerstrahl Son Gokus Herz durchbohrt hätte. Würde wirklich sein Herz durchbohrt werden, wäre Son Goku natürlich gleich sofort tot, das ist ja klar. Die zweite Möglichkeit, wie Son Goku auch nicht zum Super Saiyajin geworden wäre, wäre Piccolo, nachdem er von Freezer niedergestreckt wurde. Son Gohan war ja in tiefer Trauer, als Piccolo von Freezer niedergestreckt wurde, aber was wäre, wenn seine Reaktion wäre wie bei Nappa damals? Dass er wie bei der Saiyajin-Saga voller Zorn gewesen wäre und dann zum Super Saiyajin geworden wäre, das wäre ja eigentlich schon damals bei Nappa geworden, aber ich schätze mal, er wäre halt einfach noch zu schwach, um einer wehren zu können. Zu dieser Zeit hatte Son Gohan eine Kampfkraft von 2800 im Zorn-Modus, das darf man ja nicht vergessen und das ist halt einfach viel zu wenig, um einen Super Saiyajin wehren zu können. Was ich natürlich auch nicht vergessen darf zu erwähnen, es gibt ja keine offizielle Kampfkraft, ab wann man einen Super Saiyajin wehren kann. Kommen wir aber nochmal zu der ersten Möglichkeit zurück und zwar, dass Son Goku von Freezer als erstes niedergestreckt wurde, da wäre Son Gohan auch zum Super Saiyajin geworden. Die letzte Möglichkeit wäre, nachdem Krillin von Freezer getötet wurde, dass Son Gohan dort zum Super Saiyajin geworden wäre und nicht sein Vater. Bei diesem Video muss ich halt davon ausgehen, dass Son Gohan hier zum Super Saiyajin geworden wäre, weil wenn er nicht zum Super Saiyajin geworden wäre und auch nicht Son Goku, hätten die Z-Kämpfer natürlich gleich sofort verloren gegen Freezer. Und ich glaube nicht, dass Son Goku nach dem 20-fachen Kaioken, die er ja eingesetzt hat, und der Genki-Dama, die ihn ja auch nochmal viel Kraft gekostet haben, dass er nochmal eine 20-fache Kaioken zustande bringt. Weil Freezer hatte das 20-fache Kaioken Kamehameha ja mit 50% überstanden, nach der Genki-Dama war er ja bei 70%. Zudem ist Son Goku ja noch sehr geschwächt, daher wäre er mit der 20-fachen Kaioken sowieso schwächer als bei der ersten 20-fachen Kaioken. Wenn ich ja wie gesagt danach gehen würde, dass Son Gohan auch nicht zum Super Saiyajin geworden wäre, dann wäre es an dieser Stelle natürlich gleich sofort vorbei. Ich gehe daher bei diesem Video danach, nachdem Piccolo von Freezer niedergestreckt wurde, dass Son Gohan dort zum Super Saiyajin geworden wäre. Son Goku ist mit dem Super Saiyajin natürlich stärker als Son Gohan mit den Super Saiyajin zu dieser Zeit, aber man muss ganz ehrlich sagen, oder ich bin persönlich der Meinung, Freezer hätte hier mit Son Gohan als Super Saiyajin die schlechteren Karten. Der Grund ist auch wirklich ganz einfach zu erklären. Son Goku und Son Gohan haben beide ganz verschiedene Arten zu kämpfen. Son Goku ist jemand, der mit seinen Gegner mitfühlt, wie Vegeta in der Folge Vegetas Erkenntnis in der Buu-Saga selbst sagt. Er will gegen seine Gegner in seiner vollen Stärke kämpfen, darum hat er Freezer auch in seine 100%-Form übergehen lassen. Und Son Goku ist auch jemand, der seinen Gegner nicht töten will, das hat man ja ganz besonders bei Freezer gesehen, obwohl er seinen besten Freund Krillin umgebracht hat, wollte er Freezer trotzdem nicht töten. Son Gohan ist das schon anders, ganz besonders, wenn er im Zorn-Modus ist. Bei Son Gohan ist es so, dass er zwei Arten hat zu kämpfen. Die erste Art ist wie bei Freezer seine erste und seine zweite Form, dass er voller Karacho angreift und ihn einfach nur vernichten will. Die zweite Kampfart und auch seine größte Schwäche ist seine arrogante Art, wie man gegen Cell und Super Buu gesehen hat. Hier ist für mich klar, dass Son Gohan
Obi-Wan hier seine erste Kampfart nehmen würde und voller Karacho und voller Wut auf seinen Gegner losstürmen würde. Son Gohan würde auf Frieza immer und immer und immer weiter drauf einschlagen und er würde halt gar nicht dazu kommen, überhaupt seine weiteren Prozente zu sammeln. Und Frieza kann ja zu dieser Zeit nicht einfach innerhalb von einer Sekunde auf seine 100% gehen. Ich denke aber, dass es daran lag, weil er so erschöpft war durch die Genki-Dama. Und so würde Frieza gar nicht dazu kommen, seine 100% zu sammeln, sondern würde von Son Gohan davor vernichtet werden. Es sei denn natürlich, Son Gohan würde wieder arrogant werden und ihn einfach seine 100% sammeln lassen. Ich glaube aber nicht, dass Frieza seine 100% sammeln könnte, da Son Gohan ihn dazu gar keine Zeit lassen würde. Und so würde schlussendlich Frieza von Son Gohan vernichtet werden. Da Frieza hier keine Gelegenheit hatte, den Planetenkern zu beschädigen, ist Planet Namek natürlich auch nicht explodiert. Mit den Erd-Dwing Balls und den namekianischen Dwing Balls haben sie den Planet Namek wieder hergestellt und nach die Namekianer wiederbelebt. Das wäre es dann mit Frieza. King Cold wäre ja nie auf die Erde gekommen, das ja die Idee seines Sohnes war. Als nächstes würde die Cyborg-Saga kommen, aber das überlasse ich mal euch. Schreibt mir eure Version, wie es ablaufen würde mit Son Gohan statt Son Goku als Super Saiyan, wie diese ablaufen würde. Weil es kommen ja noch viele Videos, die in dieser Saga oder dieser Saga spielen und ich will nicht wirklich bei jedem einzelnen Thema, wie du wirklich immer jedes Mal wieder jede einzelne Saga durchgehen. Weil ich will die Saga durchgehen, die ich in den jeweiligen Video auch thematisiere. Wie halt in diesem Video die Namek-Saga. Leute, aber was glaubt ihr? Wie wäre die Namek-Saga abgelaufen, wenn Son Goku nicht zum Super Saiyan geworden wäre? Teilt ihr meine Meinung, dass Son Gohan zum Super Saiyan geworden wäre oder seht ihr es doch ganz anders? Als Beispiel, Krillin hätte Frieza mit seiner Superglatze besiegt. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Thema-Video auch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne wie immer ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar und ich wünsche euch natürlich wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!